Haben Sie selbst dann später nochmal die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt? Oder war das für Sie dann vom Tisch erstmal? Na, ich habe sie mal beantragt, war aber natürlich nicht so richtig gewollt. Ich stand vor der Entscheidung, ins ehemalige Jugoslawien zurückgehen zu müssen, zum Militärdienst dort ableisten, hier meinen Arbeitsplatz aufgeben zu müssen. Es war die Situation, dass das ehemalige Jugoslawien keinen Staatsvertrag mit der Bundesrepublik in Bezug auf Militärdienst hatte. Und so wäre es dann gewesen, dass ich nicht freigestellt gewesen wäre, sondern eben hätte kündigen müssen. Und dann wieder komme und sage, so, jetzt bin ich wieder da. Und das war dann schon ein Beweggrund, wo ich dann gesagt habe, naja, irgendwann mal wirst du es sowieso machen, weil kommst nicht drum rum. Ne? Ich hätte aber gern die jugoslawische oder heute die kroatische behalten. Es war dann nicht so. Man hatte mir dann gesagt, man gibt mich nicht frei und ich komme nur über einen staatenlosen Pass und das kann Jahre dauern. Und die Prozedur wäre so gewesen, sobald ich das Land verlasse, müsste ich bei dem Land, wo ich einreise, erstmal Visum hole etc. pp. Also dieser staatenlose Pass ist eigentlich für die Katz, ne, sozusagen. Und habe mich dann aufgrund dessen, dass damals der Militärdienst drastisch gekürzt wurde, da unten auf 12 Monate und was weiß ich, habe mich dann dort bewogen, also nachdem es auch mit der Staatsbürgerschaft nicht weiterging, runterzugehen, den Militärdienst abzuleisten. Das habe ich damals gemacht. Nach 10 Monaten, ein paar Tagen kam ich zurück, bekam aber bei der Kündigung eine Wiedereinstellungszusage unter gleichen Konditionen von meinem Arbeitgeber, vom Daimler. Und habe mich dann auch Wochen vorher gemeldet und die haben mir gesagt, ich soll sofort vorbeikommen. Ich fange wieder am gleichen Arbeitsplatz, mehr oder weniger beim gleichen Vorgesetzten unter gleichen Bedingungen an. Und so plus sage ab einem Tag und dann ist das okay. Und in welchem Jahr war das? Puh, das war 86 auf 87. März 86 bin ich runter und Februar 87 war ich dann wieder hier. Wie war das dann für Sie, in Ihr Herkunftsland zurückzukehren und dort Wehrdienst zu leisten? Das war dann nochmal so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich war ja hier ein junger Mann, der Geld verdient hat, der ein Auto hatte, der Freiheiten genossen hat, der das Leben in vollen Zügen genossen hat, weil er noch zu Hause gelebt hat. Ich hatte Freunde und Freundinnen. Ich hatte ein intaktes Umfeld, ein Freundschaftsumfeld, das sehr gut funktioniert hat und ich das genossen und gelebt habe. Musste dann ins ehemalige Jugoslawien, was ja nicht so weiter schlimm war, aber ich musste zum Militär und dort waren natürlich eiserne Regeln. Man hatte alle 14 Tage einmal am Sonntag Ausgang in die Stadt von 2:30 nachmittags bis 7:30 abends in Uniform, streng gekleidet. Und nur wenn man gut war, wenn man was verbrochen hat, dann ist das gestrichen worden. Und ansonsten war man 24 Stunden in der Kaserne eingesperrt und immer in Uniform und immer in Bereitschaft rund um die Uhr. Und also Uniform ein Jahr lang zu tragen, ohne einmal ein Jeans oder sonst irgendwie was anzuziehen, ohne ja, die Freiheit zu haben, in ein Lokal reinzugehen. Wenn man Ausgang hatte, dann musste man die 15, 16 Lokale aufzählen können, die man nicht besuchen darf, weil die als politisch kritisch eingestuft worden sind. Und wenn man die nicht kannte, durfte man nicht raus. Ja. Also es waren lauter so Dinger und dann durfte man ja nicht einmal ein Knöpfle aufmachen in der Uniform, weil die Militärpolizei in Zivil und in Uniform in der Stadt unterwegs war. Und es war Drill und das war ich nicht gewohnt und dem konnte ich mich nicht unterwerfen. Ich habe mich innerlich und äußerlich dagegen gewehrt, mit aller Gewalt. Das hat aber nichts gebracht. Also es war dann schon eine Welt, die ich nicht kannte, vom Fernsehen. Ne? Aber das war dann schon wirklich so. Ne? Und man wurde dort gedrillt. Also das war dann schon die harte Nummer. Ne? Dann haben Sie von Ihrem Herkunftsland so gesehen, vom ehemaligen Jugoslawien, ja gar nicht viel mitbekommen können, wenn Sie immer in der Kaserne waren und. Nee, also zu der Zeit habe ich von meinem Land nicht viel mitbekommen. Ich war in einer Stadt, ich war
war in Karlowitz damals stationiert an der Peripherie. Ich konnte ja am Anfang nur mal ab und dann mal für ein paar Stunden rein. Und dann ist es so, wenn man in die Stadt kommt, dann will man sich mit bestimmten Dingen versorgen, die man braucht, Kosmetika oder so, und nicht mit dem Nötigsten, was es in der Kaserne hatte. Und einmal richtig essen gehen, ein richtiges Restaurant, mal wieder ein richtiges Essen genießen. Man konnte es sich leisten und mal eine schöne Flasche Wein dazu trinken. Das war dann schon, sage ich mal, ein Vorzug, den ich hatte, weil ich doch ein bisschen Geld hatte und über mehr Mittel verfügte als die meisten unten. Und ich mir dann meine Marlboros geleistet habe als Raucher und wie gesagt eben halt ein Mittagessen von der Suppe bis zum Nachtisch hin mit einer schönen Flasche Wein im Restaurant. Wenn ich dann Ausgang hatte, dann hat es sein müssen und dann war ich wieder zufrieden. Und ja, das waren dann so die Freuden auf die Entschädigung. Das hat mich dann immer für 14 Tage entschädigt. Aber ich muss sagen, es hat sich dann auch ganz schnell rauskristallisiert. Ich hatte einen Freund in der Kaserne kennengelernt, der war aus München, der war in ähnlicher Haut, noch schlimmer, er konnte ja nicht mal die Landessprache, also er konnte sie ganz, ganz gebrochen, und das haben die dann auch zur Hölle gemacht. Also das war für den ein riesen Nachteil und das haben die dann spüren lassen. Ne? Und ich hatte noch einen, ich muss dazu sagen, ich war 25, 26, wo ich zum Militärdienst ging, und die meisten waren 18, 19, also ich habe da schon eine Reife gehabt, wo ich dann, sage ich mal, ein Stück weit überlegen war, wie die Welt funktioniert und was man für ernst nimmt und was nicht. Und hatte eben durch die zwei Kumpels, durch einen, der kam aus Rijeka und der hatte Maschinenbau studiert, hatte auf einer Werft schon einen Job und musste dann noch zum Militärdienst, und das war dann so mein Alter, und der aus München, und wir waren dann so ein Trio, wo sich gegenseitig verstanden hat und auch gegenseitig ein bisschen runtergeholt hat. Und ja, einfach, dass wir von einer anderen Welt gesprochen hatten und zufällig von der gleichen Welt, hat es dann einen schon beruhigt. Aber es war schwer erträglich, muss ich sagen. Für einen, der Freiheit gewohnt war, war es schwer erträglich, und ja, es war halt so. Wie war das denn für Sie, als Sie wieder zurück nach Deutschland gekommen sind nach dem Wehrdienst? Na, ich konnte es kaum erwarten. Also das war dann schon, meine Freunde haben gewartet und mir haben ja geschrieben die ganze Zeit. Meine Briefe wurden ja geöffnet und mein Telefonverzeichnis wurde ja durchstöbert. Und also das habe ich alles mitbekommen, weil mir das auch offen zugegeben wurde, oder offen gesagt wurde, wer ist denn das und wer ist das. Und ja, auf jeden Fall, als ich wieder hierher kam, war das für mich ein Kapitel, wo ich ganz schnell abhaken wollte und eigentlich erst mal froh war, wieder in meiner Welt zu sein, wieder unter meinen Freunden zu sein, die sich ja riesig gefreut haben, dass ich da bin, und ich auch. Und ich kann mich erinnern, ich bin morgens mit dem Bus angekommen, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Werktag das war, aber es war ein Werktag. Und bin dann kurz nach Hause, habe mein Gepäck hingeschmissen und habe mich dann in die Straßenbahn gesetzt und bin direkt zum Daimler ins Personalbüro gefahren. Also ich war noch keine zwei Stunden in Stuttgart, da war ich schon im Geschäft und wollte mich zurückmelden. Ne? Und der Personalbetreuer, der damals mich betreut hat, der hat dann gesagt, willst du denn sofort anfangen oder willst du erst ein paar Tage? Und er hat mich dann auf die Idee gebracht, dass ich gesagt habe, nee, komm, lass ihn mal 10 Tage noch ein bisschen rumtoben und dann fange ich an. Ja. Und das war eine gute Entscheidung. Weil da habe ich wieder, ja, erstmal die Leute alle sehen müssen, die ich vermisst habe und die mich vermisst haben. Und ja, man war zu Hause. Es war so ein Gefühl, ich war zu Hause. Das war einfach, ich war auch unten, bin aus der Kaserne in unser Haus runter zu unseren Verwandten und so, aber das war schon nicht mehr meine Welt. Ne? Also teils ja, aber ich war hier zu Hause. Und da hatte ich auch Heimweh, das muss ich sagen. Also ich hatte nicht Heimweh nach Kroatien zu meinen Verwandten, sondern ich hatte Heimweh hier zu meinen Freunden, zu meinen Bekannten, zu meinen Arbeitskollegen und so weiter. Ne?